Hi, mein Name ist Robert Mark Lehmann. Ihr kennt mich schon aus den ganzen anderen Reviews bei AC Foto. Und heute gucken wir uns die lang erwartete R3 an. Ich freue mich schon richtig drauf. Und normalerweise kenne ich mich natürlich in irgendwelchen Dschungeln oder unter Wasser. Aber die Situation erfordert manchmal so ein bisschen Flexibilität. Und deswegen bin ich heute mal, ich sag mal, haustiermäßig unterwegs. Und zwar bei einer Bekannten. Die hat Pferde, eine Menge Hunde. Ich habe meinen Hund dabei. Und ich glaube, auch dafür ist die Kamera genau richtig. Also, let's go. Erster Eindruck, Freunde. Wenn ich jetzt die Kamera so in die Hand nehme, hier bei 7 Windstärken übrigens und 4 Grad, mir frieren fast die Hände ab. Muss man aber sagen, Haptik ist geil. Also ich mag diesen neuen Style, den Canon hier fährt, mit dieser gummierten, rutschfesten Sache. Also man nimmt die Kamera in die Hand und man fühlt sich wohl. Also die Haptik ist wirklich toll, hochwertig. Ich muss aber sagen, es ist nicht ganz wie eine 1DX Mark 1, 2 oder 3. Es ist irgendwie anders. Wir kommen da noch dazu. Also man hat ein anderes Gefühl einfach bei der. Als ich sie tatsächlich das erste Mal in die Hand genommen habe, den Akku reingetan habe, Speicherkarte rein, Objektiv dran, dachte ich, ist überhaupt Technik drin? Weil sie ist total leicht. Sie ist deutlich leichter geworden als eine 1DX Mark III. Aber man fühlt sich irgendwie gleich zu Hause. Aber das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bei allen Canon-Kameras geht mir das so. Man nimmt die in die Hand, man muss nicht groß überlegen, was ist jetzt hier wo, sondern alles ist am richtigen Platz, wie immer. Das sage ich ja fast bei jeder Kamera. Ansonsten ist das eigentlich alles gleich geblieben. Und tatsächlich kann ich, und das ist wirklich zum Glück, denn ich habe 10 Akkus davon, auch meine Akkus von der 1DX Mark III weiterverwenden, also den typischen LPE19. Der passt hier bei dieser Kamera ganz genauso. Das Auffälligste, glaube ich, bei der Kamera ist dieser extrem große Sucher. Und der ist wirklich... Wir sehen das gleich noch. Ich werde die Kamera ordentlich benutzen. Der macht Spaß. Also ich muss echt sagen, so der liegt gut am Auge. Man sieht, man hat direkt das Gefühl, dass man mehr sieht. Das Sichtfeld wird größer und das hat auch einen besonderen Grund, warum der größer geworden ist. Und das zeigen wir euch jetzt mal. So, im Unterschied zur Spiegelreflexkamera haben wir natürlich hier eine spiegellose Kamera. Wir nutzen also 100% des Sensors aus und dadurch ermöglicht es die Kamera uns auch, dieses besonders intelligente Autofokus-System komplett auszunutzen. Das heißt, wir haben hier Motiverkennung Tiere, Motiverkennung Person. Mit der R3 jetzt dazugekommen und auch in der R5 jetzt vorhanden mit dem neuen Update Fahrzeuge. Und ich habe es auch ausprobiert. Erstaunlicherweise erkennt die tatsächlich Personen auch, die einen Helm aufhaben. Auch das wird erkannt. Die interessanteste Neuerung, die diese Kamera mitbringt, die hat es allerdings schon mal bei Canon gegeben, ist nur sehr lange her, aber jetzt in digitaler, wirklich toller, verbesserter Form, ist die Augensteuerung. Das heißt, ich steuere den Autofokuspunkt auf meinem Feld nicht etwa mit meinem Daumen oder mit meinem Finger oder irgendwie oder durch Tippen, sondern ich kann das auch mit meinem Auge machen. Das heißt, durch diesen neuartigen Sucher hier kalibriere ich einmal meine Pupille auf die Kamera. Das heißt, ich muss in der Kamera auf verschiedene Punkte gucken. Die Kamera erkennt also meine Pupille, rechts, links, oben, unten, Mitte. Man kann das dann auch noch verfeinern und nach oben drehen. Und dann ist es, ich gucke durch die Kamera in verschiedene Richtungen und sehe so einen kleinen orangen Punkt, der immer genau dahin geht, wo ich hingucke. Dann brauche ich nur noch auslösen. Und dadurch wird dieses Fokussieren auf Objekte, sei das jetzt zwischen Menschen, während mir der Hagel hier ins Auge weht, das Fokussieren zwischen Menschen, Pferden, verschiedenen Objekten ist jetzt so schnell. Also wirklich durchgucken, einfach dahin gucken, was man scharf gestellt haben will. Ich kann zwischen Personen wechseln, zwischen Pferden draufdrücken, bam. Und es ist eigentlich, wenn Canon so weitermacht, ist das eigentlich ein bisschen fies. Weil diese ganzen Autofokustechniken und alles, was ich mir über Jahre hart erarbeitet habe und trainiert und geübt habe, das muss man einfach gar nicht mehr machen. Man stellt die Kamera einfach vernünftig ein, man guckt ein vernünftiges Review, wie es geht und schon macht die von ganz alleine gute Bilder. Jetzt haben diese Leute endlich recht, die sagen, oh, das ist ja eine gute Kamera, die macht automatisch gute Bilder. Also es ist eigentlich fast ein bisschen gemein. Aber es ist nicht was für jedermann. Da muss man ganz klar sagen, es gibt auch da Stimmen, die sagen, ach naja, es ist nicht so richtig für mich. Man muss es ja auch nicht benutzen. Ich finde es ein extrem interessantes Feature und es macht eben diesen ganzen Workflow mit der Kamera schneller. Man ist schneller. Also in der heutigen schnelllebigen Zeit werden die Kameras besser, schneller und so eben auch die Augensteuerung bei Canons R3. So, und jetzt fragt man sich natürlich auch, ist das jetzt der Nachfolger von der 1DX Mark III?
Wenn man die beiden Kameras mal nebeneinander hält, die sehen natürlich schon auf den ersten Blick irgendwie gleich aus. Ne? So größenmäßig sieht man aber schon, dass die R3, wenn man jetzt mal von hinten auch schaut, ne, die ist echt ein bisschen kleiner geworden. Die hat nicht mehr so einen hohen Buckel wie die 1DX Mark III. Und man sieht natürlich schön hier kein Schwenkdisplay. Und hier, Freunde, endlich in einem Pro-Body, endlich mal dieses geile Schwenkdisplay. Das hat mir immer gefehlt. Was hat man nicht gesehen? Der Nico kennt das schon, mein Kameramann, immer so auf den Boden gucken. Und jetzt kann ich das schön, ich werde ja auch älter, kann man das schön so machen, das Schwenkdisplay einmal ausklappen und alles wird ein bisschen einfacher. Wenn man das jetzt mal vergleicht, ne? Die sind schon sehr ähnlich, aber sie ist wirklich kleiner geworden. Und auch alleine hier, ich habe jetzt hier ein 70-200 2.8 drauf. Und das fühlt sich eigentlich fast gleich an, obwohl hier das Objektiv fehlt. Also der Body ist so leicht geworden, das ist echt extrem. Also es ist irgendwie so was Neues, was es bis jetzt noch nicht gab. Kein Nachfolger, kein Vorgänger, kein Zwischenmodell. Es ist irgendwie was anderes. Ich kann das noch gar nicht so richtig in Worte fassen. Das ist halt auch schon so filmerisch eine Waffe. Übrigens, das Review, was wir gerade sehen oder was ihr gerade seht, das ist auch gefilmt mit einer R3. Macht dir das Spaß, Nico, mit einer R3? Schon geil. Es ist schön. Ich weiß, die Entscheidung ist schwierig. Das ist natürlich das ältere Modell, aber es ist auch ein Panzer. Oder eher Bock auf was Spiegelloses, was auch zum Film besser geeignet ist. Was meinst du? Die Entscheidung des Schafes ist eindeutig R3. Freunde, ich würde es genauso machen. Weil wenn ich jetzt mal überlege, ich habe viel mit der 1DX Mark III gefilmt, jetzt auch mit der R3, die hat natürlich schon ein paar Features. Guck mal, hier war es noch der normale Sucher, dadurch kann ich nicht filmen. Hier mit dem digitalen Sucher, da kann ich durchfilmen. Und natürlich das Highlight, was man einfach als Filmer braucht, ist dieses Schwenkdisplay. Das macht so viel einfacher und die hat natürlich filmerisch auch noch so viele Features mehr. Und ich glaube, das Schaf hat eindeutig entschieden. Die R3 hat einen völlig neu entwickelten Sensor, und zwar einen sogenannten Stacked-Sensor. Und das ermöglicht übrigens mit 24 Megapixeln, dass man mit dieser Kamera bis zu 30 Bilder pro Sekunde schießen kann. Und das war früher so ein bisschen problematisch, wenn man sowas gemacht hat mit dem elektronischen Verschluss, weil zum Beispiel bei einem Fußballspiel, ich trete irgendwie einen Ball oder ich habe eine schnelle Bewegung, dann wurde diese Bewegung gebeugt oder der Ball, der wurde so oval. Mit diesem Sensor und 30 Bildern pro Sekunde geht das jetzt. Und das ist wirklich toll. Ansonsten, ein Riesenvorteil ist, das gab es bei der 1DX Mark III zum Beispiel noch nicht, das völlig lautlose Fotografieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel am Eisvogelnest sitze und fotografiere, reicht schon das kleinste Geräusch, um die Vögel zu verschrecken, was ein brutaler Fehler wäre als Wildtierfotograf. Jetzt drücke ich drauf, es macht kein Geräusch und ich mache im Prinzip 90, 120 und so weiter. So viele Bilder, völlig geräuschlos. Ich denke dann zum Beispiel auch mal an einen Journalisten irgendwie im Raum. Man will ja nicht die ganze Zeit rumklicken und so weiter. Ich persönlich fotografiere gerne mit Sound, weil ich das auch hören will, das was beim Bildermachen passiert. Aber es gibt eben die Situation im Wildlife-Bereich oder wie gesagt auch undercover oder was weiß ich, wenn ich die Kamera nur so trage und es macht gar kein Geräusch, aber ich fotografiere die ganze Zeit. Da macht das einfach Sinn, das völlig geräuschlose Fotografieren. Und alle haben natürlich auf diesen Sensor gewartet und als er dann rauskam, 24 Megapixel, waren einige so, ich hätte mir noch mehr gewünscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese 24 Megapixel tatsächlich absolut perfekt. Ich mochte auch schon die knapp 21 bei der 1DX Mark III, weil man darf nicht vergessen, dass ich bei manchen Expeditionen wiederkomme und habe 50.000 Bilder. Oder ich schieße auch mal schnell an einem Tag 10.000, 20.000 Bilder. Das sind riesige Datenmengen, die musst du übertragen, verarbeiten und so weiter. Also ich komme mit diesen 24 Megapixeln gut klar und ich sage das auch immer wieder. Klar, ihr könnt euch 100 Reviews angucken, das sind 100 verschiedene Meinungen, aber am Ende zählt das, was ihr da draußen macht. Ich habe die Kamera jetzt hier unter erleichterten Bedingungen. Ja, es muss ja nicht immer schwer sein, einfach getestet, habe auch mal die verschiedenen Videomodis durchgetestet. Wir haben Full HD, wir haben 4K, wir haben 25 Bilder die Sekunde, 50 Bilder die Sekunde, wir haben NTSC, PAL, den ganzen Kram, 4K 120. C-Log, RAW, ich habe das für euch alles durchgetestet und man kann natürlich auch sehr, sehr schön sehen, wie gut dieses Footage der Kamera zu graden ist. Ansonsten auch immer mal wieder 30 Bilder pro Sekunde in den Action-Situationen mit den Hunden durchgehauen. Es ist eigentlich, es macht auch Spaß. Es macht einfach Spaß, wieder mit so einem Gerät
zu agieren und damit zu arbeiten. Und das, was ich wirklich toll finde an der Entwicklung der spiegellosen Kameras, ist nicht nur, dass die schneller und besser werden, sondern der ganze Kram wird auch leichter. Ich meine, wenn ich jetzt früher denke, 70-200, 2.8, 1DX Mark III, ne, nach so einem Tag fotografieren, da hast du schon ein bisschen was an der Schulter gehabt. Und das hast du jetzt einfach immer irgendwie dabei. Das Leben wird leichter, Freunde. Ist das nicht schön? Und übrigens, wir haben jetzt alle Aufnahmen, also alles, was ihr jetzt hier im Review seht übrigens, ne, ist wirklich alles mit der R3 gefilmt und ich habe auch alle Aufnahmen mit der R3 gemacht. Das heißt, ihr kriegt auch mal ein ganz gutes Gefühl für, wie ist der Sensor, wie sind die Skintones, wie arbeitet die Linse zusammen. Und ich muss es euch ganz ehrlich sagen, würde ich manchmal gefragt, welche Kamera, wenn du nur eine haben dürftest und welche Linse, das wär's. R3 70-200 2.8 RF. Das ist einfach geil. Was haben wir noch? Unseren schönen RF-Mount. Das heißt, hier genau wie bei der R5, unsere schönen RF-Objektive. Es ist alleine schon das Zusammenstecken. Es macht schon so einen Spaß. Und das ist wirklich, naja. Aber ihr könnt natürlich auch alle alten EF, was heißt alten, aber alle EF-Objektive weiterhin verwenden mit den ganz normalen Adaptern. Ja, und Freunde, dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo man sich in so einem Review fragt, oder auch wenn man diese Kamera vielleicht kaufen möchte, ist die überhaupt die richtige für mich? Für wen ist die R3? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich, die 1DX Mark III war natürlich die absolute Ultra-Profi-Kamera. Sportfotografen, Wildlife-Fotografen, jeder hat die benutzt, ne? Die absoluten Ultra-Pros. Die neue R5, das ist so der Ultra-Allrounder. Die ist genau wie so eine 5D Mark IV. Die ist einfach für jeden. Ob Wildlife, ob Sport, ob Hochzeit, ob ambitionierter, junger Amateur oder Ultra-Profi, die war für jeden gut. Das Ding ist schon ein bisschen spezieller. Die ist ultra schnell. Die ist genau wie eine 1DX Mark III ein absoluter Panzer. Die hat ein paar gute Filming-Features. Die hat die Augensteuerung. Die hat endlich das Schwenkdisplay. Also ich sehe hier den Sportfotografen, 30 Bilder die Sekunde. Ich sehe hier einen Wildlife-Fotografen, der lautlos irgendwo am Eisvogelnest sitzt und das Weibchen abfliegt, 30 Bilder die Sekunde, ohne einen Ton macht, so wie die Kirche gerade. Man ist einfach leise. Es ist ein spezielleres Ding. Oder einfach für jeden, der die für sich entschieden gut findet. Weil am Ende ist so eine Kaufentscheidung immer super individuell. Und AC Foto berät euch da natürlich auch gut. Ihr könnt euch, wenn mal wieder eine Messe ist, die Kamera auch gerne angucken. Ihr könnt die bei AC Foto auch leihen oder mieten. Nehmt die einfach mal in die Hand und macht es dann so wie ich und schickt die einfach nicht mehr zurück.